Herzlich willkommen in der Zocker- und Hackpartie, wo immer die heißesten Blitzes VR Sachen gezockt werden. Und jetzt sind wir in Bizep unterwegs. Es hat heute ein neues Update bekommen, den Original Soundtrack Volume 4. Und da sind 4 neue Tracks dabei, die sind gratis dabei. Wer schon länger nicht mehr in Bizep war, der wird auch bemerken, dass das Interface ganz anders ausschaut und das Menü. Und ich finde es eigentlich irgendwie sogar schöner und cooler als das vorige Menü. Wirkt auch ein bisschen schärfer irgendwie, kommt mir vor. So, und jetzt da, sind 4 neue Tracks dabei. Der absolute Brecher ist der Camellia-Track. Der ist extrem schnell und extrem schwer. Aber der eigentliche Star ist dieser Track hier. Weil der hat ein paar rockige Hardrock-Metal-Gitarren, könnte man sagen. Und den werden wir jetzt mal auf Hard probieren, da zeige ich euch das. Auf Expert, glaube ich. Ist mir das noch zu schwer? Das Farbschema ist auch cool. Alles schwarz-weiß. Was ich jetzt gar nicht so im Hintergrund viel mitkriege, ist Metal. Rock halt, ne? Aber ist nicht so schlecht. Hintergrund ist cool, das Kaleidoskopartige. Nein, die Musik bleibt halt Beat Saber treu, ne? Es ist halt wirklich. Also Slayer wird es nie auf Beat Saber geben wahrscheinlich. Aber ich sag mal so, für Beat Saber Verhältnis ist es gar nicht so schlecht und ich finde es auch gar nicht so schlecht eigentlich. Hat was. Und wenn man eines von Beat Saber gelernt hat, dann ist es das, dass man dann auf einmal die Tracks im Spiel beim Autofahren hört, obwohl das eigentlich gar nicht so seine Musikrichtung ist. Aber der Hard-Modus, der ist gar nicht so schwer. Da bin ich schon schwereres gewöhnt gewesen. Den Taktsäbel schwingen. In die Wand, immer in die Wand stecken. Gerne rum, so. Zack, zack. Ah, das ist cool, coole Stelle. Nice. Da ging es jetzt nur, ob man mit einem Feuerheadset headbangen kann. Das ist ja das Witzige an Beat Saber irgendwie. Man denkt immer, scheiße Beat Saber, ich will Beat Saber nicht mehr sehen, ich hasse Beat Saber. Und dann, ich bin hier rausgekommen aus dem Bug. Dann kommt ein neues Update, was cool ist und wow, Beat Saber, das beste Spiel der Welt! Beat Saber ist halt das, was Tetris für ein Gameboy war. Also für Feuer halt. So. Jetzt gerade nicht so die Mega-Points oder so, ich wollte es eigentlich nur ein bisschen herzeigen. Das neue Beat Saber Update ab heute draußen und gibt dir das. Wirklich nicht schlecht. Ist wirklich nicht schlecht. Okay, ich denke, ihr wisst jetzt alles, was man wissen muss. Alles in Taktsäbel, Beat Saber, VR, virtuelle Realität und tschüss. Bis bald.